Warum Allegri Juve wirklich verlassen musste. Massimiliano Allegri muss seine Koffer packen. Trotz 5 Meisterschaften in Serie hat Juventus Turin keine Verwendung mehr für den Trainer. Doch warum? Präsident Andrea Agnelli soll eigentlich für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Allegri gewesen sein. Wie der Corriere della Sera berichtet, waren vor allem Vizepräsident Pavel Nedved und Sportdirektor Fabio Paratici gegen einen Verbleib von Allegri. Allegri habe einen größeren Umbau des Kaders gefordert. Der Tscheche soll daraufhin gesagt haben, durch Transfers kann man diesen Kader kaum verstärken. Offenbar kam es daraufhin zum Zoff zwischen den Bossen. Nedved soll Präsident Agnelli vor die Wahl gestellt haben, entweder gehe ich oder Allegri. Andrea Agnelli entschied sich gegen Allegri und für Nedved. Der Erfolgscoach legt nach seinem Aus bei Juve eine einjährige Pause ein. Das verkündete er am Donnerstag. Als neuer Juve-Coach steht unterdessen Maurizio Sarri bereit. Der Italiener will Chelsea verlassen. Juve und die Londoner sollen sich Medienberichten zufolge bereits auf eine Ablösesumme von 5 Millionen Euro geeinigt haben. Sarri soll bei Juve bis 2022 unterschreiben und 7 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen. Wie ist deine Meinung? Schreib uns in die Kommentare. Wenn du keine News mehr verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Und am besten, kick die Glocke. Bis zum nächsten Mal.